Guten Tag Leute, mein Name ist Kai Hase, willkommen zum neuen Weberwerke-Video. Heute wird es ein bisschen mehr Gerede, ein bisschen weniger Action, aber ich möchte etwas über meinen Crash aus Italien erzählen. Und was bei mir gerade so abgeht. Also, wie einige von euch mitbekommen haben, bin ich leider verunglückt und trage jetzt sowas hier. Sowas hier? Ich habe mir leider ein paar Knochen lädiert, gebrochen. Und zwar wollte ich einen coolen Trip nach Italien machen mit ein paar Leuten. Leider bei der zweiten Fahrt, schon direkt am ersten Fahrtag, lag Motorrad quer auf der Strecke. Und das ganze Video sieht so hier aus. So, einen Moment, jetzt komme ich an, boom, flieg hin und die ganze Welt ist, oh, wieso hat der Typ auf dem Berg nichts gemacht? Und darüber will ich jetzt ein bisschen erzählen. Jetzt mal von vornherein, ich wollte mich im Februar schon mit dem Andy Brevi und Fabio Wiedmer zum Beispiel treffen, um in Italien zu fahren, aber das war genau der Start von der Pandemie. Und auf halbem Weg nach Italien sind wir abgedriftet nach Ungarn. Dann sind wir nach Ungarn gefahren, sind da einen Tag Motocross gefahren und am zweiten Tag hat es angefangen zu regnen und da konnten wir auch nicht mehr weiterfahren. Also hat sich im Februar schon sich das nicht so wirklich gelohnt. Jetzt sind wir im Oktober gewesen und direkt am ersten Fahrtag hat es nicht zerschossen. Aber passiert nun mal, es ist halt ein Extremsport, beziehungsweise das war jetzt nicht der cleverste Sturz, aber das gehört halt nun mal auch dazu, muss man leider sagen. Wie oft ich so eine Situation schon hatte und glimpflich davon weggekommen bin, das möchte ich gar nicht aufzählen. Dass es jetzt mal gekracht hat, das ist nun mal leider so. Aber das Gefühl, was ich auf dem Motorrad bekomme, das hält mich auf jeden Fall nicht davon ab, damit jetzt aufzuhören. Aber trotzdem wünsche ich es keinem und ich finde es gerade nicht so super geil, mit so einem gebrochenen Haxen hier rumzusitzen und nichts machen zu können. Aber wieso dieser Typ einfach nichts gemacht hat, möchte ich jetzt aus meiner Sicht mal erklären. Ich weiß nicht, wer er war oder wer er ist. Ich habe keinen Kontakt zu dem. Ich habe den danach nicht mehr gesehen. Ist ja doch ein bisschen viral gegangen, mein Video. Aber ich wollte das Video gar nicht hochladen, um da irgendwie einen Hype zu bekommen oder so. Das war einfach nur, wenn man in Italien ist, möchte man halt damit prahlen, was für schönes Wetter ist, wie geil die Strecken sind, dass alles cool ist. Aber dass bei mir halt am ersten Fahrtag mich das direkt so zerschießt, war halt nicht so geplant und nicht so geil. Aber also insgesamt war ich halt einfach nicht ganz der Fröhlichste in dem Moment. Aber ich hatte jetzt in keiner Weise irgendwie Hass oder so. Das muss ich auch sagen. Das ist nun mal passiert. Der Typ kann dafür jetzt, ich sag mal, ich würde behaupten, er kann jetzt dafür nichts. Oder er hat es bestimmt nicht mit Absicht gemacht. In der Richtung möchte ich das ausdrücken. Oder ich wünsche es, dass er das nicht mit Absicht gemacht hat. Aber wie gesagt, ich habe den nie gesehen oder nie getroffen. Und selbst wenn ich ihn jetzt treffen würde, ich würde da niemals irgendwas weitergehen, dass ich den anzeigen würde oder so. Dafür unterschreibt man Haftungsverzicht und dafür weiß man, dass im Motocross-Sport genügend andere Sachen passieren kann, wo man von Glück reden kann, dass da nicht so schlimme Sachen passiert sind. Nur ist mein gebrochener Fuß. Wieso der Typ nichts gemacht hat, dann komme ich mal von vorne. Oder dann fange ich mal vorne an. Der Torquato Tester, wo wir jetzt hier die Fahraufnahmen sehen, der war seit Ewigkeit mal wieder auf einer Motocross-Strecke. Und dann passiert ihm gleich was, was wahrscheinlich nicht so viele Leute mitbekommen haben. Aber er ist ungefähr so, ich schätze mal, lass ihn 15 Sekunden vorher vor meinem Einschlag über den Sprung gekommen sein. Hier ist der besagte Sprung, kommt hier rüber geflogen und der Typ probiert sein Motorrad aufzuheben, sieht's und probiert noch wegzusprinten. Also das hat er definitiv einen größeren Einschlag gegeben, wenn der Typ da probiert hätte weiterzubleiben. Erstmal gut, dass die Situation jetzt so hier ausgegangen ist, meiner Meinung nach. Da hat sich jetzt keiner verletzt und ist alles glimpflich gegangen. Wenn man jetzt ein Stück zurückgeht, sieht man, dass die zwei Leute, die mich letztendlich filmen, hier gerade über den Sprung kommen. Also der Typ ist jetzt keine 3 Sekunden oder ist gerade im Tod weggerannt. Keine 3 Sekunden später probiert er auf den Sprung da zu gehen.
Also man sieht, dass der Typ nach oben rennt und probiert, die anderen Leute zu winken und zu warnen. Also von der Situation her hat er probiert, sein Motorrad erstens wegzubekommen von der Fahrlinie, was natürlich riskant ist, weil er genau hinterm Sprung liegt. Auf der anderen Seite hat er sich gerettet, ist hochgerannt, hat die nächsten folgenden Leute gewarnt. Und jetzt kommen wir zu dem Video, was ein bisschen viral gegangen ist. Hier kommen die Leute, die mich letztendlich filmen über den Sprung. Man hört einen leichten Sound von diesem Eye-Track-System und der Typ probiert zu warnen. Die sind jetzt rausgefahren. Ich glaube, das war sogar geplant, dass der rausfahren und ein bisschen Pause machen. Und der Typ warnt auf jeden Fall. Also die nachfolgenden Leute werden gewarnt und fahren langsam rüber und werden aufgehalten auf jeden Fall. Was man jetzt sieht, ist halt genau meine Situation. Und das ist in wie vielen anderen, weiß ich nicht, amerikanischen, was weiß ich, Polizeivideos auch, dass man halt nur diesen Moment sieht und danach beurteilt. Und die ganze Internetwelt hasst diesen Typen, weil er jetzt, wie in diesem Bild hier, kurz bevor ich vor dem Motorrad bin und einschlage, nichts macht. Aber dass er davor fast ersprungen wurde, totgesprungen wurde und mit wahrscheinlich Puls von 200 auf diesen Berg gerannt ist und nachfolgende Leute noch gerettet hat oder gewarnt hat, das sieht man halt in dem Moment nicht. Also der Einschlag auf den Boden an sich war gar nicht schlimm. Ich glaube, dass ich beim Einschlag ins Motorrad rein, weil es irgendwie komisch lag, habe ich mir auf jeden Fall den Fuß kaputt gemacht. Und da hocke ich jetzt auf dem Boden und muss mich erstmal schütteln ein bisschen. Und von der ganzen Situation habe ich gar nicht mehr so viel Erinnerung. Weil ich glaube, ich habe einfach so ein Motocross-Syndrom, der mir sagt, wenn ich hinfliege, schnell aufstehen, aufstehen und wieder weiter und Platz verlassen in dem Fall. Aber da mussten die mir erstmal ein bisschen helfen, weil ich habe das Motorrad nicht aus dem Zaun bekommen. Da mussten sie mir helfen, dass ich das aus dem Zaun bekomme und umgedreht bekomme. Die Situation, jetzt hat der eine, hat das Motorrad von der Strecke geholt, ist er perfekt, dass erstmal die Strecke wieder frei ist und so weiter. Der Typ von oben, der nichts gemacht hat, ich weiß nicht, wie er heißt, kommt zu mir und fragt, ob alles okay ist. Aber wirklich die Situation, die habe ich so überhaupt gar nicht mehr im Kopf. Bei mir war nur im Kopf, im Stiefel fühlt es sich jetzt nicht wirklich gut an. Aber da wird schon nichts sein. Also, passt schon. Der Stiefel, ja, aber irgendwie dachte ich mir, ich habe mir dann halt gut eingeredet, dass da nichts ist. Aber ich wusste eigentlich schon so ein bisschen, dass da wahrscheinlich ein bisschen mehr ist. Die Situation, wie ich über den Sprung komme, also ich habe den Typen nicht winken sehen oder nichts. Vielleicht habe ich ihn übersehen, möchte ich auch nicht sagen. Definitiv hat dieses Eye-Track-System nicht funktioniert, beziehungsweise es hat nur dieses Signal funktioniert. Und dieses Signal habe ich in der Luft ein bisschen gehört. Aber wenn ich in der Luft bin und schon schräg fliege und dann das Signal höre und dann realisiere ich, was für Leute da gerade so viel rumstehen. Also ich habe den Typen auf dem Berg gesehen, ich habe die zwei Typen hinten am Zaun gesehen. Und ich dachte mir, wieso stehen hier so viele Leute rum? Und irgendwann gucke ich auf die Strecke und denke mir so, Diggi, wir haben ein Problem. Aber sonst ist es ganz oft so, dass man verkrampft und denkt, schnell, schnell und irgendwie reagieren und bla bla. Aber bei mir war es einfach so, Diggi, da können wir nichts mehr machen. Da knalle ich jetzt volle Granate rein. Also, ich konnte nur noch reagieren in dem Moment, wo ich gelandet bin und quasi so viel später ins Motorrad eingeschlagen bin. Dass es mich so ausgehebelt hat, hätte ich jetzt, also wie ich ins Motorrad rein bin, habe ich damit nicht gerechnet. Und ich dachte mir einfach nur so, ich muss hier weg. Motorrad umgekippt, Motorrad angetreten und bin rausgefahren. Wie ich rausgekommen bin von der Strecke, habe ich erstmal meinen Stiefel ausgezogen, habe den Fuß hochgehalten, konnte nicht wirklich auftreten und die Beule an der Außenseite, also auf der kleinen C-Seite, wurde immer größer und ich dachte mir, eieiei. Direkt danach kam auch der Torquato Tester, von dem wir jetzt die zwei Videos bekommen haben. Folgt ihm am besten mal hier so, irgendwie, auf Instagram, der ist relativ aktiv, leider nur auf Italienisch. Aber der ist Mountainbike-Profi und tut auch ziemlich doll durch die Welt. Und der hat mich gefragt, direkt danach gefragt, ob ich die Videos haben möchte. Und ich so, bei mir ist gerade echt alles kacke und hau einfach ab, ich habe keinen Bock jetzt drauf. Und irgendwann, wie das Adrenalin ein bisschen runtergekommen ist und so und ich ein bisschen wieder klargekommen bin und so ein bisschen dann gecheckt habe, was wirklich jetzt gerade passiert ist, dachte ich mir so, hey, warte mal,
da ist so ein Eye-Track-System. Das sieht man auf der Kamera, ob das funktioniert oder nicht. Und das war so ein bisschen der ausschlaggebende Grund, warum ich die Videos überhaupt haben wollte. Sieht man eben auf den Videos, dass dieses Eye-Track-System nicht wirklich funktioniert hat, beziehungsweise nur das Signal funktioniert hat, aber nicht diese gelbe Warnleuchte. Ich meine, im Endeffekt ist es schon mal geil, dass italienische Strecken sowas haben, so ein Eye-Track-System. In Deutschland kenne ich keine einzige Strecke, die so ein automatisches System hat, wenn jemand hinterm Berg liegt. Aber leider hat es in dem Fall nicht funktioniert, beziehungsweise nur das Signal funktioniert und das habe ich eben zu spät gehört und deswegen ist halt dazu gekommen. Und habe erstmal am Wohnmobil draußen meinen Stiefel ausgezogen und dachte mir so, hei, hei, hei. Also auftreten kann ich nicht, aber an sich wehtun tut es halt nicht und deswegen dachte ich, ja komm, bleiben wir erstmal ein bisschen hier, können die anderen noch weiterfahren und so. Und im Laufe des Tages dachte ich mir dann aber irgendwann, naja, irgendwie ist es ja nicht alles so ganz geil, wenn ich nicht auftreten kann. Ich habe ja nicht mal Krücken. Also fahre ich mal lieber ins Krankenhaus, habe gewartet, bis die ganzen Jungs da fertig waren mit Fahren und so weiter. Also bin dann abends ins Krankenhaus und habe da brutale 5 Stunden verbracht, um ein Röntgenbild zu bekommen und einmal mit dem Doktor zu sprechen. Irgendwann, da wollte ich mich schon selber entlassen, weil ich da nur gewartet habe und nichts passiert ist und da war jetzt nicht so unbedingt Corona-konform, dass überall Infektion ist und überall waren die Begleitpersonen und so weiter mit dem Krankenhaus, das kenne ich aus Deutschland ein bisschen anders. Nicht, dass ich jetzt hier monatlicher Krankenhauspatient bin, aber ich kenne ein paar Leute, die gesagt haben, da durfte nicht mal der Vater mit ins Krankenhaus, weil in Deutschland gerade so Corona-Stufe ist. Ja, hat eine Weile gedauert, bis ich dann irgendwann mal zum Doktor gekommen bin. Ich wurde direkt in einen Gipsraum geschoben und ich dachte mir, vielleicht ist was kaputt. Weil ich ja bis dahin nur ein Röntgenbild gemacht habe und ich die Bilder noch nicht gesehen hatte. Und dann kam der Doktor und meinte so, oh, you have multiple fractures. Hier, hier, hier and hier. Und ich so, ich wollte keinen Knochen gebrochen haben. Ich dachte, dann wollte ich nur einen Knochen gebrochen haben und nicht 5. Naja, hat sich letztendlich herausgestellt, dass ich 4 gebrochene Mittelfußknochen habe und den großen Zeh gebrochen habe. Der italienische Arzt hat gesagt, muss nicht operiert werden. Aber ich habe mir da ein eigenes Bild von dem italienischen Krankenhaus gemacht und habe nächsten Tag, also am Dienstag, weil ich erst Mitternacht rausgekommen bin, da nochmal danke an Fabio und Marius. Fabio Wiedmer ist eingepennt um Mitternacht, weil er so müde war vom Tag und der Marius hat seine Brille vergessen, im Auto zu fahren. Also sind wir da mit Schleichtempo in der Nacht wieder vom Krankenhaus zurück zur Strecke gefahren. War auch ein Erlebnis. Ja, am nächsten Tag, am Dienstag, habe ich dann meine deutschen Ärzte angerufen, also zum einen Otema und zum anderen Hausarzt. Dr. Schäffler ist eigentlich Kniearzt, aber immer wenn ich Wehwehchen habe, melde ich mich bei dem, weil der kann mir immer einen guten Rat geben. Und alle deutschen Ärzte, also letztendlich waren es 3 oder 4 Ärzte, die haben gesagt, auf jeden Fall operieren. Dr. Schäffler hat sich dann darum gekümmert, dass ich direkt nächsten Tag operiert werden kann, aber ich war ja noch in Italien. Also musste ich mich um den Flug kümmern. Bin Mittwoch nach Hause geflogen. Wurde Donnerstag operiert, das ging alles super schnell. Vielen, vielen Dank, PD Schäffler. Das ist gut, so einen Kontakt zu haben. Wurde dann in Berlin operiert, da ging alles glatt. Und mein Wohnmobil stand ja noch in Italien. Und bitte fahrt niemals irgendwo alleine hin. Niemals, nicht zum Training, nirgendwo alleine zum Motocross fahren. Hab mindestens immer irgendjemand dabei oder auch mit, den ihr kennt, auf den ihr vertrauen könnt, weil wenn so eine Situation passiert, dann bist du halt alleine einfach im Arsch. Ich fahre generell immer in größeren Gruppen nach Italien. In dem Fall haben sich dann jahrelanger alter Kumpel Tobi dazu bereit erklärt, sich um mein Wohnmobil zu kümmern. Die haben es dann ordentlich abgestellt, beziehungsweise hatten es auch angeboten, das Ding zurückzufahren. Also das ist auch mal eine wichtige Sache, dass da dafür auch gesorgt werden kann, gerade wenn man so eine weiten Wege auf sich nimmt. So, jetzt nochmal ein kleines Update. Gestern gab es einen Kommentar auf das Video, warum so viele Hassnachrichten auf das Video waren oder auf den Typen waren. Und ich habe auch überhaupt gar keinen Hass auf den Typen, aber ich fand es selber ein bisschen komisch,
wie diese Keyboard Warriors halt aus dieser Sekunde von Video so kommentieren konnten und alle diesen Typen vermöbeln wollten, hatte ich überhaupt null das Empfinden danach oder das Verlangen danach, so zu reagieren oder den Typen irgendwie so anzugehen. Der wurde fast selber ersprungen, hat probiert alles zu retten und dann wird das Gehirn mal vielleicht kurz unter Schock gewesen sein oder das Gehirn mal kurz woanders gewesen sein und dann, boom, in dem Moment bin ich halt gerade vorbeigesprungen gekommen. Das passiert, ist jetzt nicht das Geilste für mich, aber hat mich da auf jeden Fall auch ein paar Ideen gebracht, damit ihr ein paar weitere Videos bekommt. Und ich denke, da wird es dann im Frühjahr mal ein paar Erklärbär-Videos von mir bekommen. Jetzt kann man noch drüber reden, wie man so eine Situation vermeiden kann. Viele schreiben dann immer, ja, man muss die Gruppen aufteilen mit Profifahrer und Amateurfahrer. Dann ist aber immer die Frage, wer zählt zu Amateur und wer zählt zu Profifahrer? Und wenn man denn eine zeitliche Einteilung macht, bin ich überhaupt gar kein Fan davon, weil wenn ich jetzt, ich sag mal, wenn ich ein Trainingsprogramm habe, dann möchte ich laut Zeitplan so danach trainieren, dass ich eben da so hinkomme. Und wenn dann aber die ersten 20 Minuten nur für die sind und die anderen 40 Minuten nur für die Gruppe ist, dann ist das nervend und ätzend meiner Meinung nach. Also ich finde eine Gruppenaufteilung mit einer zeitlichen Begrenzung irgendwie nicht sinnvoll, vor allem auf deutschen Strecken. In Italien kann man es vielleicht mal überlegen, weil da so viel los ist am Wochenende. Aber insgesamt finde ich, ist es keine clevere Lösung, weil man damit mehr die Leute verscheucht, anstatt dass man die irgendwie lockt. Jetzt kommt die Winterphase, jetzt fahren wir mal alle wieder ein bisschen das Motorradfahren runter, denke ich mal. Und bis Frühjahr, hoffe ich, können wir euch noch ein paar tolle Videos zeigen. Unter anderem vielleicht auch ein paar Ideen von euch. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, was ihr am liebsten sehen wollt von uns als Gruppe oder von uns Einzelnen. Also mir geht's immer gut. Danke der Nachfrage. Das wird schon wieder, ich hoffe, dass ich Mitte Dezember wieder laufen kann, beziehungsweise Metall rausbekomme, dass ich wieder laufen kann, irgendwann Anfang, Mitte Dezember. Und dann genießen wir noch das Jahr. Im neuen Jahr treffen wir uns dann hoffentlich irgendwo auf einer Motocross-Strecke. Also, bis dahin, schaltet Mittwoch wieder ein. Wir sehen uns. Ciao, ciao.